Morgen ist Mittwoch. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Truth. Mein Name ist Sunnelpi und heute geht es mal wieder nicht in-game rein. Ich habe es jetzt mittlerweile, ich glaube, eine halbe Stunde versucht. Ich weiß nicht warum. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr auch den Fehler habt oder ob der sporadisch mal auftritt und dann mal wieder nicht. Aber auf jeden Fall ist es trotzdem Patch Tuesday, ne? Also ein Patch-Tag wie jede Woche. Schon mal vorweg, ab nächster Woche werde ich die Patch-Videos immer mittwochs bringen. Denn irgendjemand hat mal unter dem Video geschrieben, dass es viel besser wäre, wenn ich die nicht nur einfach vorlese und ne, dann sage, könnte ich demnächst zeigen, sondern dann mittwochs mache. Wahrscheinlich ist das auch am besten dann, da wird wahrscheinlich der Server auch funktionieren, ist ja ein Tag nach dem Patch. Und ich kann dann natürlich direkt zeigen, was im Patch davor da war, wenn es leicht erreichbar ist. Ne, Mounts und sowas müssen nicht unbedingt sein, dass ich die alle dann einen Tag danach schon habe, mit dem Account, den ich ja benutze. Aber immerhin, wenn Features hinzukommen, kann man die direkt anklicken oder wenn irgendwelche Sales sind, kann man auch kurz durchgucken, ne, welche genau das sind. Also ab nächster Woche kommt dann die 12 Patch-Folgen immer mittwochs, relativ früh. Ich versuche die so früh wie möglich rauszuhauen. Theoretisch wäre eigentlich Dienstagabend noch möglich. Ja, aber dann müsste ich ja abends aufnehmen und irgendwann nachts freischalten. Das wäre irgendwie doof. Also mittwochs. Ja, dann möchte ich natürlich jetzt an dieser Stelle einmal danken für die ganzen fleißigen Abonnenten. Es sind über 3.500 jetzt. Es kommt auch diese Woche noch ein Abo-Special raus. Und zwar am, mal kurz überlegen, heute ist ja Dienstag. Morgen ist Mittwoch. Also morgen, wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht. Irgendwas hatte ich noch geplant. Ich hätte das vielleicht vorher ausrechnen sollen, wann die rauskommen. Genau, morgen kommt das 3.500 Abonnenten-Special raus. Und zwar wird es darum gehen, ein wenig näher meine Person zu erleuchten. Muahaha. Es wird nur um mich gehen. Nein, Quatsch. Es wird auch um ein neues Spiel gehen. Ein Spiel, was ihr auf gar keinen Fall kennt. Ein Spiel, was niemand kennt. Ein Spiel, was ihr werdet dann sehen. Ihr solltet unbedingt einschalten. Für euch als 12-Player relativ interessant, würde ich sagen. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal die Patch-Notes durchgehen. Die waren nämlich relativ klein. Deswegen habe ich mir auch nicht ganz so viel Mühe gemacht. Oder, naja, also ich habe mir schon eine halbe Stunde immer wieder aus und wieder an nochmal probiert. Manchmal bleibt er bei Login stecken. Jetzt bleibt er bei Received User Acknowledgement stecken. Schön, wenn das Spiel selbst nachdem ich eigentlich gedacht habe, das läuft stabil, nicht geht. So, diese Woche ist ein Patch, der Community-Content hinzufügt. Das muss ich sagen, ist endlich mal wieder was Tolles, denn das wird irgendwie zu selten gemacht. Ich finde eigentlich ein Spiel, was Community-basiert ist und bei dem man ja tausende von Teile einschicken kann. Und jetzt wurden 1, 2, 3 Hut-Style, Styles, 1, 2, 3, 4 Haarstyles, dann irgendwie ein paar mehr, so 10 Stück oder so Masken, 15 vielleicht Speere, aber nur ein Treasure Island Dungeon und ein anderes Biom, also dieses Haunted Mansion Dungeon wurde ein bisschen geupdatet. Ich finde ein bisschen schade, dass so wenig reinkommt, denn wenn ich manchmal, also ich habe ja selber auch einen Dungeon eingeschickt vor anderthalb Jahren und da haben die ja überhaupt nichts mehr gemacht, das war ja ein ganzes Jahr lang tote Hose. Dann haben die, also ungefähr, sagen wir mal, ich glaube sogar nur ein halbes Jahr, 6 Monate lang ganz tote Hose. Und dann haben sie mal einen so einen Riesen-Patch mit Masken, einen Patch mit Pistolen und ich glaube ein Dungeon kam, glaube ich, ein ganz kleines Ding, kam dann im Laufe, irgendwie im Dezember oder so kurzzeitig, bevor die im Urlaub gegangen sind, irgendwie davor so ein bisschen. Da kam dann ein kleines Leer rein und dann erst wieder zum Mantle of Power Patch und da waren es nur 3 Dungeon. Die tun so, als wäre es so ultra schwer, einen Dungeon mal eben, ne, reinzubauen. Vor allem, weil die ja sonst auch jetzt momentan gar nichts mehr patchen. Wenn man mal zurückdenkt in die Beta, ne, wir haben Zeit, die Patch-Notes sind klein, da brauche ich nur eine Minute für höchstens. In der Beta, da haben die jede Woche Content hinzugefügt. Wirklich jede Woche kam eigentlich ein angenehm großer Patch. Denn ich habe da immer von Patch zu Patch gelebt. Ne, die meine Folgen da so geguckt haben oder jetzt vielleicht noch, ne, ich sehe ja, selbst Folge 1 bis, keine Ahnung, bis 100 wird jetzt immer noch intensiv geguckt. Da war halt so, dann gab es einen Dienstag, der Patch.
Ich habe dann Mittwoch gezeigt, was im Patch da war. Am Donnerstag auch nochmal. Meistens brauchte ich 2 Tage dafür. Samstags habe ich eine Folge gemacht. Da habe ich den ganzen Freitag erklärt, was die alles nächste Woche patchen wollen. Und ich hatte also 3 Tage lang immer was zu tun. Und Dienstag natürlich ist klar, ne? Dienstag natürlich auch. Also ne, Dienstag Patch-Video. Mittwoch und Donnerstag war das dieser Patch. Den haben wir uns dann intensiv angeguckt. Und Samstag halt wegen dem Livestream. Und dazwischen konnte ich mir dann 2 Folgen aussuchen, die ich hätte so machen können. Manchmal habe ich dann irgendwas besucht, ne, irgendeinen Club. Oder eben, manchmal hat man den Patch auch in 2 Tagen nicht durchgespielt bekommen. Und jetzt kommen wir zu dem Patch heute. Mal gucken, wie schnell wir ihn durchspielen. Wings sind on sale. Also 50% weniger Creditpreis für Wings. Im Chaoskisten Shadowy Sarkophagus. Ich würde euch den ja zeigen. Aber, naja, es bleibt einfach bei dem Fehler hier. So, dann im Leaderboard gibt es jetzt Flux Collected, also wie viel Flux ihr eingesammelt habt. Die Stat natürlich wurde deswegen auch resettet wieder komplett. Heißt, ab jetzt gilt das erst. Es gab beim Lunalancer und beim Dracolite jeweils einen Bug, wenn man eine Bombe wirft. Oder eben beim Dracolite die eigene, hauseigene Bombe, die 1 also. Und zwar genau im richtigen Moment, und zwar wenn die Ulti endet, dann gab es ein Problem mit irgendeinem State. Dann konnte man vielleicht nicht mehr hauen oder so. Gab ja öfter solche Probleme mit den Charakteren. Tja, und das war's. Ja, wie gesagt, ich brauch nicht mal eine Minute. Das war der Patch für heute. Und durchgespielt ist der, sobald ich eingeloggt bin, nach dem Patch. Also der Patch kommt, man kann sich ja mal einloggen, ich logge mich ein und dann war es das. Denn im Prinzip war da ja nicht viel. Deswegen ein bisschen schade, dass die nicht noch mehr sich Mühe geben. Ich meine, jetzt ist ja okay, immerhin haben die ja einen Treasure Island Dungeon gemacht und auch Styles. Das heißt, die haben den Patch mindestens auf Community Sachen gelegt. Ne, das ist okay so. Ja. Jetzt weiß ich auch nicht. Ich glaube, die Folge wird eh zu lang, wenn ich noch mehr darüber rede. Wichtig noch einmal ein Aufruf an alle, die irgendwie Voxel-Style mögen. Ne? Voxel-Style ist das hier, was ihr hier seht. Diese Charakter, die... ja, da hinten die Statue, die große und so weiter. Sieht eigentlich cool aus, das Bild. Lange nicht mehr darauf geachtet, dass das Bild da ist. Na gut, wer daran Interesse hat, sollte mal morgen in dem 3.500 Abonnenten-Video-Special einschalten. Falls ihr noch irgendwelche, keine Ahnung, Fragen oder so habt, ne? Ich habe ja in dem letzten Special, habe ich ja so gemacht, ihr dürft Fragen stellen über irgendwas. Ob ihr über 12 Fragen stellt oder über meine Persönlichkeit, also über meine Wenigkeit meine ich. Das ist mir egal, Hauptsache ihr macht irgendwas, könnt gerne schreiben. Bis morgen halt noch, ne? Weil morgen nehme ich das Video auf. Und das heißt, wenn ihr irgendwelche speziellen Fragen habt, könnt ihr das ruhig reinposten. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen im Abo-Special wieder. Da danke ich natürlich jeden, auch, ja genau, du brauchst dich nicht umdrehen, genau dir danke ich. Ja, na gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von... Oder ein Abo-Special. Ciao.